Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Folge House Flipper. Ja, da die Beta von Planet Zoo jetzt vorbei ist, habe ich gedacht, wir nehmen wieder eine Runde House Flipper auf. Und ja, wir starten mal wieder in unserer kleinen Hütte. Ich habe in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen privat gespielt. Man sieht unserem Kontostand an, dass wir doch einiges an Geld haben. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dementsprechend eine Hütte vor. Was ist das? Garage mit Bunker. Aus wechselhaften... Haus einer wechselhaften Frau. Mhm. Das ist zweistöckig und aus... Rosa. Aha. Rosa ist jetzt nicht unbedingt so mein Stil. Männerhöhle. Nehmen wir uns doch mal die Männerhöhle für 150.000 Euro vor. Anzahl der Etagen? Zwei? Ja, wahrscheinlich ein Keller, ne? Ah, tun wir doch mal neben hier. Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit das Haus übergehen. Wechseln zu. Komm, wir wechseln dann mal in die neue Hütte. Aber wenn die... Da steckt wieder Arbeit drin, Jungs. Das sage ich euch. Jungs und Mädels, ne? In der Hücke steckt wieder einiges an Arbeit. World Best Dad. Okay. Ich würde mal sagen, wir holen den Gartenschlauch raus und machen mal die Anlage von außen sauber. Erstmal außen die ganze Graffiti-Scheiße weg. Ja, das geht doch auch relativ flott. Aber hier die ganze Wand abspritzen. Schon wieder ein Strauchenweg, ey, das gibt's doch gar nicht. Hier kein Dreck mehr außenrum. Na doch, hier. Eieiei, da ist schon wieder viel Dreck. Nein, den Hammer sollten wir jetzt dann hier nicht unbedingt dran, aber ich würde gerne die ganzen... Oh, ja, leck. Ne, dich brauche ich auch nicht. Verkaufen, ja, dich kann ich nicht verkaufen wieder. Okay, also erstmal den ganzen Garten wieder leeren, würde ich sagen. Bäume weg. Jo, hauen wir doch erstmal wieder mit der Axt die Bäume raus. Ich mag noch nicht wissen, wie das drin ausschaut. Ich habe da so eine böse Vermutung, dass das innen nach Haus schaut wie Hölle. Komm, geh weg, du Drecksbaum. Baum fällt. Baum fällt. Ups. Sorry, Nachbar. Ach stimmt, die Fenster... Raus damit. So. Baum fällt. Nochmal sorry, Nachbar. Oder du bleibst stehen. Du musst nach unten ziehen, um den Baum richtig zu fällen. Okay. Also nach hier unten. Oh. Nicht auf die Hütte. Nein. Gut, dann haben wir einmal so eine Bäumle und so ein Bäumle. Ach, hier vorne steht hier noch ein Baum. Ja, auf der Einfahrt will ich nichts hier haben. Weg mit dem Drecksteil. Das hat jetzt gespeiert, das Spiel. Baum auf dem Weg zur Straßen. Und weg ist das Teil. Ja, lass mich das stehen. Weg da. So. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in den Horror von innen. Wenn das schon eine Männerbude ist, dann kann ich mir vorstellen, wie das ausschaut. Das war klar. Da hat jemand Graffiti versucht zu lernen. Und die Wand ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ich glaube, wir hauen hier mal in diesem Fall alles raus. Putze durch die Hürde durch. Alles weg. Oh Gott, hier liegt viel Dreck. Moin, moin. Ja, aufräumen müssen wir das ganze Teil hier. Weg mit der Hütte. 1, 2, 3. Huch, ist da noch Dreck? Ja, halt der Dreck, den ich wischen muss, aber... Ach nee, noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, da komme ich später wieder. Die Tür lassen wir mal zu. Haben wir hier noch einen Raum? Da muss doch irgendwo noch ein Klo sein.
Gut, dann einmal alles weg. Immerhin muss ja hier alles neu gekauft werden. Sonst funktioniert das nicht. Ich weiß ja sonst nicht, wo ich hin muss. Couch muss weg. Das komische Teil muss weg. Deckenbeleuchtung weg. Ach ey, die Wand muss ich verputzen. Ich sehe schon den Spaß auf mich zukommen. Lampe raus. Schalter raus. Du raus. Hier kommt erstmal alles raus aus dem Zimmern. Du kannst auch weg. Und ihr auch alle. Jux, schluck auf. Lichtschalter. Hier wird doch sicher auch noch ein Lichtschalter sein. Ja. Und eine Steckdose. So, wo sind hier noch Lichtschalter und wo sind hier Steckdosen? Steckdose. Steckdose. Lichtschalter? Keiner? Doch, hier. Ein Lichtschalter hier. Noch eine Steckdose in der... Ich hab doch die Küche gerade... Okay. Schaut aber ganz ordentlich jetzt aus, würde ich sagen. Dann würde ich doch sagen, 1, 2, 3, den Hammer raus... Und weg mit den Wänden. Weg mit der Scheiße. So, das Bad kann auch weg. Das machen wir, wenn dann neu hier. Das muss schick werden alles. Und dafür müssen wir einmal alles von vorne sehen. So, raus mit der Wand. Bye, bye. Oh, da oben war noch was. Eigentlich müsste ich dafür doch noch... Ja, das ist... moderne Kunst, würde ich es nennen. Wir nennen das moderne Kunst. Ich würde auch sagen, dass wir diesmal mit dem Gebäude hier am Wettkampf teilnehmen für den Garten. Oder wir werden uns auch viel auf den Garten konzentrieren müssen. Und vor allem, dass ich auf die Idee komme, während ich hier Wände einreiße. Moment. Ich glaube, die Wand sollte nicht weg, oder? Aber lass mal kurz gucken. Jetzt mach mal auf, ich muss da durchgucken. Ne, okay, die Wand ergibt keinen Sinn, da muss ich mal schnell eine neue Mauer hinsetzen. Hupsi. Einmal. Oh, nein, nein, nein. Ups, einmal hin mit der Wand. So, okay. Da gibt die nicht auch wieder Sinn. Da ist noch so ein komisches Teil. So, und dann die nächste Wand. Batz! Batz! Raus mit dir! Nicht willkommen hier. Wie das wohl in echt wäre, so eine Hütte mit einem Hammer einzureißen. Du würdest ja 3000 wahrscheinlich Kanäle und alles finden. Das ging ja nicht so. Mal bleibt der Dreck an der Stelle. Der Dreck bleibt an der Stelle. Oh, das ist nicht gut, glaube ich, oder? Oder verschwindet die Zeichnung trotzdem? Ich würde jetzt erstmal so viel raushauen wie möglich auf einen Schlag. Das werden wir jetzt sehen. Zack, raus hier. Weg da. Moinsen. Alles von der Decke erstmal runter. Und dann hier unten noch weg mit dem ganzen Schmarrn. Batz weg. Hier auch einmal volle Wäsche rein. Oh, der Dreck bleibt bestehen. Oha. Das ist jetzt nicht gut. Weil wie soll ich denn den wischen? Kann... Oh, den kann ich wegwischen. Okay. Ich weiß gar nicht, wo war die hier die... warte. Okay, hier ist es weg. Ich soll vielleicht auch erst die Wände reinigen, ne? Wird doch gar nicht doof. Wenn ich immer wüsste, wo der Dreck ist, das ist doch wieder Dreck. Hä?
Oh Gott, ich glaube, ich habe das die Welt verbuggt. Raus mit dem Krempel. Die Wände haben hier nichts verloren. Es gibt noch viel... Ja, der Müll ist noch nicht so ganz weg, aber der kommt noch weg. Keine Sorge. Dafür sorge ich mit meinem Namen. So, einmal unten weg. Zack. Das ist jetzt die ganze Wohnung. Ich würde mal sagen, Schwamm raus und alles Mögliche so schnell wie möglich wegputzen. Das sind doch Steckdosen. Gut zu wissen. Wie viel Tech gibt es denn hier in der Wohnung? Nächste gute Frage. Okay, hier ist ein riesiger Fleck irgendwo. Oh. Ich denke mal, da war eine Wand. Da waren auch noch ein paar Teile, die ich übersehen habe. Hupsi! Entfernt das Teil mal und entfernt das Teil mal. So. Ja, den Dreck werde ich, glaube ich, nicht mehr wegkriegen. Nachdem ich die Wand weggerissen habe. Huch. Ich darf hier erstmal Wände verputzen, glaube ich, dann. So, wo ist das Verputzen da? Ach scheiße, dafür brauche ich auch Putz, ne? Das ist kacke. Also die Bude schaut aus, als ob sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gescheit benutzt werden würde. Die Wände schauen grausig aus und ich glaube, die hatten absolut keinen Plan, was die hier machen. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ich würde einfach um die komplette Wand drum weiß gehen. Oder erstmal alles, wie ist denn das, Spachtel? Spachtel... Oh, was war denn das? Für die Wände war das auf jeden Fall. Aber was war das? Rosa, bla bla bla. Hier, Gips brauchen wir. Zum Spachteln. Achso, ich muss erst belegen. So. Und einmal drüber das Teil. So. Tun wir erstmal hier alles auskleistern, was wir finden. Da war doch sicher noch ein Loch. Ich bin mir sicher, dass es noch eins gab. Ja, auf jeden Fall in der Garage gab es ein großes. Dann haben wir da noch ein kleines und das war's dann, glaube ich, schon, ne? So viel war das gar nicht. Ja, ein paar Makel müssen noch repariert werden, ist mir klar. Ich soll vielleicht in den Keller gucken, ob da gespachtelt werden muss. Ich mag da nicht runter, das ist graus... Ups, da habe ich eventuell die Wand weggerissen. Ach du Heiliger! Okay, ich bin jetzt auch gerade interessiert, was da unten alles drin ist. Gib mir eine Sekunde, ich komme wieder gleich hoch. Holla. Also das hier unten, ja, das kann man so verwenden. Die Wand taugt mir, dieser, das unten kann gleich so bleiben, das ist perfekt. Das ist ja, oh. Ich habe bloß irgendwie das Gefühl, nicht angeschlossen. Oh, hier unten schaut es ja richtig ordentlich aus. Da wischen wir einmal durch, dann hat sich hier der größte Teil schon erledigt. Einmal gescheit... Hier ist irgend, achso, ja, die Flaschen sollte ich vielleicht gleich noch entfernen. So, wo ist hier der letzte Dreck? Oh, das ist aber hier. Ey, das ist schick. Obwohl, vielleicht sollte man die Schränke ein paar Mal austauschen. Hier auch. Der Kühlschrank schaut noch in Ordnung aus. Der Spieltisch auch. Ja, das auch. Die Dinge auch. Also eigentlich müssten wir nur einmal das hier alles austauschen. Aber das Bad schaut auch ganz passabel aus. Also auch von den Wänden her. Ah, ja. Ich hätte es mir denken können, der Sicherungskasten hat ein Problem. So. Und aktivieren. Kann ich einen neuen Sicherungskasten eigentlich einbauen? Ja, schick. Oh, schick. Taugt mal. Also hier unten finde ich super. Ich würde das hier vorne halt auskleiden. Aber in so einem dunkleren Ton vielleicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also so richtig Bad Boy Style.
Und da oben machen wir was so. Das machen wir wieder zu einer Männerhöhle. Hier, ups. Hier wird es ganz normal oben ausschauen. Halt auch für weiblichen Besuch, ne? Also relativ gechillt. Und unten richtig diese Partyhöhle. Ich glaube, der Stil passt gut. Wir tun jetzt einfach den kompletten Boden austauschen. Was hätten wir denn für Boden da? Boden? Oh, das war ein Möbel. Hupsala, Fußboden. Wo ist Holz? Wir kriegen alle so einen ganz normalen, rudimentären Boden. Einmal bis zur anderen Ecke rüber. Dankeschön. Ja, das ist gleich viel angenehmer zu angucken. Zack, einmal weniger. Zack, fertig. Ah, ne, hier unten noch einmal. Perfekt. Ja, was können wir noch machen? Raumaufteilung wäre vielleicht dann irgendwann schlau, ne? Wenn wir sagen, wir machen hier ein großes Zimmer. Das war ja eh das andere. Wollte ich nicht umgestalten? Hm. Und was ist, wenn ich hier das Schlafzimmer hinmache? Muss ja eigentlich gar kein Schlafzimmer sein. Gibt's nicht. Haben die eine Schlafcouch? Haben wir bei unserem Mödelabend eine Schlafcouch? Schlafcouch. Schlafcouch, Toni, guck mal. Soll ja rein theoretisch nur eine Männerbude werden, ne? Also eine Schlafcouch reinstellen? Das wäre für den Einzelmann wahrscheinlich gar nicht schlecht. Er braucht eh viel Platz für seine Bücher. Rein theoretisch hätten wir unten einen Waschraum. Aber eine Toilette wäre trotzdem hier oben gut. Vielleicht war der Raum gar nicht so schlecht aufgeteilt. Oder macht ihr drüben ein größeres Bad rein? Ein klein, oder man, ja, man tut einfach das hier aufteilen. Hier drüben in zwei Abteile, einmal das Bad und einmal das Schlafzimmer. Und das hier drüben kommt eine Küche hin, da in die Ecke rein, bis hier rüber. Direkt, dass man so, dann auch dann so Partys machen kann, wenn jemand reinkommt, hier drüben gleich einen Drink nehmen kann, sich dann hier hinsetzen, hier Fernseher hin, schön an die Rückwand vom Schlafzimmer oder direkt rausrennen und Poolparty machen oder so. Und ja, und wenn man halt dann mehr will. Okay, ich muss jetzt was nachschauen. Gibt es eine Stange? Kann man Stange holen? Ach, schade. Irgendjemand wird schon wieder wissen, was ich gerade im Kopf hatte. Hm. Obwohl, wir hätten keinen Platz hier unten gehabt. Ja. Aber da fällt uns schon noch was ein. Ich glaube, da fällt uns was ein. Chill out in your man cave. Das Schild ist geil. Gibt es denn echt? Müsste ich eigentlich mal auf Google nachschauen. Work means victory. Aha. God work takes hard work. Ah, ups, nicht God work. Good work that takes hard work. Ah, das ist ja richtig geil gestaltet. Vor allem mit diesen Holzteilen. So habe ich über dieses Spiel gar nicht nachgedacht. Dass man ja mit diesen Holzteilen sozusagen Kontrast- oder Endeckpunkte setzen kann. Um diese Holzbalken. Ich muss doch nur Minecraft-mäßig denken. Mein Gott. Kann ich nicht spielen, Mann. Was können wir hier unten noch reinpacken? Bücherregale! Idee des Jahrhunderts! Dann würde ich sagen, das hier ist unsere nächste Aufgabe. Einmal ausweiseln. Oder wir fangen erstmal an mit der Aufteilung. Wird einfach direkt von hier oder von hier bis nach da vorne ziehen. Also wenn ich hier an, warte mal, ich setze mal hier an und laufe mal hier vorne. Ja, ich würde eher schon hier setzen. Also ungefähr, ja, hier die Wand ansetzend nach da drüben. Weil ich will jetzt nicht unbedingt direkt hier, aber hier wäre dann schon in Ordnung. Wand drüber ziehen, dann ungefähr bis hier das Bad machen, damit es auch eine dezente Größe hat. Und dann hier Fenster und rausgehen. Ja, dann haben wir doch einen Plan für die nächste Folge. Was ist das da oben? Das gehört da nicht hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!